Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Videomagazin und dem Review zum Grusel-Labyrinth in Bottrop. Ride Review. Ja, das größte Grusel-Labyrinth in NRW in Bottrop. Und wie ihr seht, sind wir live vor Ort. Aber auf jeden Fall eine coole Eröffnungszeremonie, die für uns sehr gut ausgegangen ist. Werdet ihr gleich sehen, warum in den Aufnahmen. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist es nicht, wie einige vermutet haben, eine krasse Horror-Maze, sondern wirklich eine Familienattraktion, die für die ganze Familie geeignet ist, mit einer sehr coolen Story, wie ich finde, die am Ende wirklich einen mehr oder weniger ergriffen macht. Sehr coole Mitarbeiter, coole Schauspieler, wirklich alles sehr geil. Man fühlt sich hier sehr wohl, man wird sehr nett behandelt. Auf jeden Fall, mir hat es wirklich gefallen, allen anderen, mit denen ich hier war, hat es auch gefallen. Es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt nicht so cool fand, ohne jetzt viel zu spoilern. Ja, ich möchte auf jeden Fall nicht viel spoilern, ihr solltet euch das Event selber angucken und ich werde nicht verraten, was geht. Um zu sehen, wie es drin aussieht, blende ich euch gleich mal direkt ein paar offizielle Pressefotos ein. Drin ist Film nicht erlaubt zum Fotografieren, was auch nicht wirklich gehen würde, weil es zu dunkel ist und du kannst nicht mit dem Stativ rumlaufen und es wird, glaube ich, ein bisschen die Stimmung versauen. Ja, die Empfangshalle ist echt cool. Ja, jetzt bin ich aus dem Fokus raus. Ja, Empfangshalle finde ich echt cool. Den Eingangsbereich, wo es in das Grusel-Labyrinth reingeht, ist sehr geil gemacht, sehr atmosphärisch. Ja, natürlich ist der obligatorische Shop am Start. Kannst du nichts gegen sagen, da kommt man natürlich aus, wie soll es auch anders sein. Ja, wie gesagt, das ist eine sehr coole Storyline, die in verschiedenen Räumen erzählt wird, die sehr gut gestaltet sind. Dazwischen drin sind halt die Grusel-Labyrinth-Parts, die ich teilweise zu dunkel finde, sich das daher auch sehr krass staut. Und nach dem ersten sehr vorausschaubar ist, wie das weitergeht und warum irgendwas so ist, wie es ist. Ich kann es euch schlecht erklären, weil ich nicht spoilern will. Wir können ja gerne in einem Jahr nochmal drüber reden, da gehe ich da ins Detail. Ja, auf jeden Fall gelungener Abend, hat Spaß gemacht. Checkt mal so noch ein bisschen die Aufnahmen, die ich euch jetzt noch gemacht habe. Ja, meine Kritikpunkte habe ich mit meinen beiden Glitzer-Hexen-Dudes, beste Grüße, schon genannt. Brauche ich hier jetzt nicht breittreten. Wären auch mehr oder weniger spoilermäßig, glaube ich. Und das wollen wir auch alle nicht. Ich möchte nicht spoilern. Guckt euch an. So ein, ja, die eine oder andere Seite wird eh darüber berichten oder in Foren wird es stehen. Und was haben wir noch? Ja, Location mega geil. Ich stehe auf Lost Places. Es war vorher ein Lost Place. Könnt auch mal einen Link in der Videobeschreibung checken. Lost Place Videos, so ein Projekt von mir, wo es um Lost Places gibt, wie der Name schon sagt. Auf jeden Fall sehr cool geworden. Da haben sich Leute Mühe gegeben. Und es ist halt eine richtig gute Familienattraktion. Nicht der Horror-Maze-Thrill-Schissel-Manizzle, sondern eine Familienattraktion, die wirklich gelungen ist, Spaß macht, eine coole Story hat, sehr unterhaltsam ist, einen auch vielleicht mal ein bisschen zum Nachdenken bringt, vor allem in dieser hektischen, abgefuckten Welt, in der wir aktuell alle so leben. Gebt euch das. Seid offen für was anderes. Zieht es euch rein. Habt Spaß, habt eine gute Zeit. Ich sage hier gerade was wirklich Wichtiges. Und der palavert hier rum mit seiner Kacke aus Karre. In diesem Sinne, stay true, ihr seid die Coolsten. Ich bin raus, euer Bro vom Ride Review Videomagazin. Peace. Ja, ich nochmal eben kurzer Nachtrag. Ich bin hier gerade am Schneiden und sind mir noch ein paar Sachen eingefallen, die ich vergessen habe. Ja, was sehr cool ist, für den ganzen Spaß bekommt man eine 100-minütige Show, sage ich mal. Waren jetzt auch gut anderthalb Stunden drin. Es geht immer mit kleinen Personengruppen von 25 Leuten rein. Auf den Tickets sind die Uhrzeiten aufgedruckt, zu denen man den Einlass hat, was lange Wartezeiten übrigen soll. Das ganze Ding wurde da in 10 Monaten hochgezogen. Früher gab es das Grusel-Labyrinth in Kiel und ist jetzt in Bottrop und wurde in 10 Monaten gebaut und es ist dafür eine 7-stellige Summe investiert worden. Gesteuert wird zum Beispiel auch das ganze Ding über 4 Hauptrechner, 25 weitere Rechner für die ganzen Effekte und es sind momentan 60 Darsteller für das Grusel-Labyrinth am Start. Ja, wie gesagt, die Atmosphäre, der ganze Style gefällt mir persönlich richtig gut. Die Story ist echt cool, nicht so plump und die einzigen Kritikpunkte sind halt, dass man von den anderen Szenen teilweise die Geräusche und Schreie hört
Und halt im Labyrinth-Kram, dass es halt teilweise in Labyrinthen einfach nur stockgeduster ist und dadurch sehr schlecht vorangeht. Und ja, das Vorhersehbare, wenn man das erste Labyrinth hinter sich hat, weiß man, wann und wie die nächsten zu bewältigen sind, sage ich mal so. Aber da möchte ich nicht zu viel verraten, wie gesagt, ich spoilere nicht rum. Ich würde das Ganze nicht als Maze bezeichnen, das kann man so nicht machen, weil wird ja auch nichts aufs Blätter gesetzt. Und Mazes sind ja immer so der Splatter-Quatsch. Das ist eher ein Theaterstück. Ein krasses, interaktives Theaterstück, was echt cool ist. Wollte ich auch noch erwähnt haben, sehr viel interaktives Agieren während des Ganzen, in dem Ganzen. Es ist wie im Swingerclub, weil es kann, nichts muss. Wenn ich mitmachen will, macht halt nicht mit, ist kein Problem. Aber wir haben da alle Spaß gehabt und alle haben mitgemacht. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt alles. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mal in die Kommentare. Ich antworte da sehr gerne drauf. Uns hat es wirklich echt gut gefallen. Ich bin damit sehr geringen Erwartungshaltungen hin und wurde echt überrascht und bin begeistert, kann man sagen, ja. Ist wirklich gut, da haben sich Leute Mühe gemacht und es ist was anderes. Also checkt weiter dieses Video aus. Hier kommen noch bestimmt ein paar Aufnahmen jetzt am Ende, denke ich mal. Und checkt die Seite vom Grusel-Labyrinth, links in der Videobeschreibung, auch die Facebook-Seite dazu. Und das war's dann jetzt wieder von mir an dieser Stelle. Und es kommt wieder ein Schnitt. Kleine Eröffnungszeremonie, bevor wir dieses Tor öffnen. Und zunächst einmal ein bisschen über das Grusel-Labyrinth. Das Grusel-Labyrinth ist entstanden 2002 an der Villa Fernsicht, damals in Reisdorf bei Kiel, und ist immer weiter gewachsen. Es ist auch in Kiel mal umgezogen zum alten Güterbahnhof und ist da sehr groß geworden, fast so groß wie hier. Und ja, letztes Jahr haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir nach NRW umziehen wollen und haben jetzt hier alles umgebaut. 10 Monate lang. Gestern hatten wir ein großes Presse-Opening. Yes! Und heute machen wir ein ganz kleines Opening für die ersten Gäste, die heute die Attraktion betreten werden. Ja, und mich interessiert jetzt besonders, wer denn mutig genug wäre, mal am Tor zu klopfen. Eine junge Dame wäre mir besonders recht. Liebe Hexen, wählt mal eine aus. Hier, der mit der Pornokamera. Eine junge Dame, sagt ihr. Ja, ist doch nackt. Okay, dann nehmen wir nicht das Offensichtliche, finde ich. Okay, dann such mal eine Dame aus. Ah. Und schon ist es geschehen. Wer hätte das gedacht? Wen er denn als erstes mitnehmen wird, falls es jemand nicht möglich ist, Helmut gleich zu stellen. Ja. Und Helmut ist natürlich nicht der einzige Charakter, da werden sie gleich ganz viel begegnen. Und einer, das ist der einzige sozusagen, der sich traut, sie auch hineinzubegleiten, aber ich würde das persönlich ja niemals machen, das ist unser Igor. Ja. Bei Igor weiß man nie so genau, wo Igor eigentlich so anzutreffen ist oder wo er sich gerade befindet. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil Igor mächtig unterwegs ist. Aber man riecht ihn von weitem. Igor, bist du irgendwo hier? Igor? Igor Brandy! Hallo! Sie müssen ihren seinen Rücken kraulen. Ja. Gut geht, Igor, ja. Gut, dass ich kämpfe. Das war schon hell, genau. Was ist dein Lieblingshobby? Oh, ein Lieblingshobby von Igor ist Buckelkrauen lassen. Wer will? Du Buckelkrauen, ja. Haben Sie das rausgefunden? Ja, den Porno. Bitte?
Das habe ich auch nicht gemacht. Aber der mit dem Glitzer. Ah, okay. Sie sind aber nicht alleine, oder? Wir sind drei. Sie sind zu dritt? Alles klar. Dann kommen Sie mal nach vorne. Direkt zu Helmut auf die Treppe, die vorne haben. Hi, Helmut. Lass mich gerne einbauen. Ich filme gerade, es läuft schon. Achso, das ist ja auch mal aufregend. Okay, ja, ich habe da noch eine Kleinigkeit. Da es die allerersten sind, kriegen Sie jetzt von mir 1, 2, 3 Tickets für die allererste Probe. Das tut doch sehr gut. Nur, dass die... Ja, das ist aber nicht so viel wert bei mir. Das ist... Ja, gut. Ja, dann komme ich mal zu ihm mit hoch, halte die Karte nochmal davor und dann können wir nochmal ein Foto machen. Bitte schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielen Dank. So, liebe Hexen, ich habe da auch noch was. Wie sich das gehört, nicht einfach so. Wir breiten hier nochmal eine Bank auf. Sie sind die Dame in der Runde, Sie dürfen mit mir das Band durchschneiden. Oh Gott. Was soll das nicht? Halt das. So, und wer noch ein Fotoapparat dabei hat, es wäre jetzt der Moment. Bitte schön. Ja, ich helfe Ihnen dabei. Wir müssen schön stramm halten. So, und jetzt schön lächeln. Da sind ein paar Kameras, die auf uns gerichtet sind. Zähle wir runter. Oh, ist es schon dabei? 3, 2, 1 So, ja! So, dann herzlich willkommen im Gruselhaber in NRW. Wir lassen unseren Sensenmann mal vorgehen. Der muss sich nämlich bereitstellen, damit er in der richtigen Position ist, um sie dort zu empfangen. Achtung, Igor, Helmut muss. Oh, Helmut, Pulli. Bitteschön. Er ist ja nicht mal so gut zu Fuß. Der Chef fliegt. So. Herzlich willkommen, los geht's. Viel Spaß. Auf geht's, Igor. Los geht's, los geht's. Los geht's. Los geht's. Dein Zahnstocher, Emmy. Emmy, dir dein Zahnstocher. Ja, danke. Er ist vom Skateboard überfahren worden. Sie ist vom Skateboard Sie steht ja die. Sie hat sich selbst mit dem Skateboard überfahren. Aus Versehen. Walter? Das ist Walter. Der falsche Walter. Was? Der geht. Aber nicht kompliziert. Wir haben hier so einen Kugel, der hat Glitzer-Tourette. Glitzer-Tourette. Stimmt, er hat Doppel-Glitzer-Tourette. Hier auch noch ein bisschen. Ja, Glamour. Keine Ohrringe? Nee. Ich besorge mir nachher noch. Das machen wir. Das finde ich gut. Mit dem Zahnstocher. Ich finde, hier unter Lippe kommt doch schon ein kleines Piercing. Ja, so ein kleines Piercing ist voll angesagt. Du wirst mit so einem Wollenring. Ja, in der Lippe. Da können wir den Haken dann reinmachen. Dann können wir ihn durch die Manege ziehen. Wie wäre es mit so einer Scheibe in der Unterseite? Es gibt ja auch nicht so. Hallo. Das ist nur das Pornostativ mit der Streichen wir das. Wir sind hier nicht bei 50 Shades of Bitches. Wie heißt das Zeug noch? 50 Shades of Witches. Genau. Schön, dass Sie da sind. Ich muss kurz lachen gehen. Mach das. Und haben Sie Sorge? Es ist ja nicht mehr lang mit der Lebenszeit für Sie. Ne? Zum Glück. Ja. Endlich vorbei. Das war ja der Plan. Wo sind Sie sonst immer hingegangen? Im Moviepark? Nein. Oh. Nein. Nein. Mäuschen! Letzte Mäuschen! Hast du mich gerade gesehen? Ja.